Hallihallo, Zeit, meine Lieben. Eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Javas Osten verbinden wird. Genau, das haben wir vor heute. Wir sollen eine Strecke bauen. Und zwar von hier, von der Stadt, eben in die Nachbarstadt. Das müssen wir heute machen. Das ist der große, große Plan hinter dem Ganzen. Und das machen wir auch. Können wir jetzt schon... Ah, nee, wir können noch nicht drauf zugreifen. Wir haben hier Geschäftsgebäude. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für uns. Ich würde sagen, wir legen da auch eiskalt los. Und in dem Fall können wir uns das auch locker flockig leisten, hier mal so einen Bahnhof hinzusetzen. Sollen wir mal kurz gucken. Wir müssen eh ein bisschen eindrehen. Machen wir das mal so. Hier, von hier nach da. Da können wir auch gleich hier den Top nehmen. So, jetzt sind wir drauf. Da sind wir natürlich jetzt genau an dem Hügel rausgekommen. Okay, wir leben mit der Lage. Wir haben ja Schotter, es gibt ja keinen Morgen mehr hier. Ja, also das ist ja wirklich easy. Können wir da jetzt ran? Ja. Die Bahn ist vollendet, die Neugierde groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein lohnendes Unterfangen ist. Genau, wir bauen aber jetzt, bevor wir jetzt irgendwas machen, baue ich jetzt hier nochmal schnell einen Anschluss her, damit wir einfach mit unserem einen Depot leben können. Ich mag dieses eine Depotsystem immer sehr gerne, ihr kennt mich. Also ist das dann ein bisschen sinnvoll aufgebaut. 25 Personen soll man darüber bringen, würde ich sagen, machen wir auch. Kaufen wir uns erstmal ein Zügchen. Anni. Ein formidables Unternehmen wie deines erfordert eine angemessen exquisite Niederlassung. Und du bist schließlich nicht irgendwer. Ja, ich bin ein Zwerglein. Ja, wir nehmen das an. Errichte eine repräsentative Residenz, die auf dem ganzen Eiland ihresgleichen sucht. Sollen wir das jetzt... Machen wir, oder? Warte mal, wo waren das noch gleich? Was ist hier mit dabei? Wo war denn das? Ach nee, das war bei der Bilanz ging das mit dem Hauptquartier. Wir bauen das mal. Bauen wir mal hier direkt hin. Oh, das schaut voll gut aus, du. Das schaut gut aus. Warte mal, sollen wir das mal irgendwo anders hinbauen? Hier oben drauf? Nein, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ah, hier wäre es auch schön. Direkt, weißt du, mit Seeblick. Wir bauen uns trotzdem direkt an den Bahnhof, bauen wir unser episches Zentrum auf. Ein wahrlich attraktives Anwesen. Doch trübt die Freude eine veritable Plage. Was? Eine Plage? Schlangen haben das Gebäude okkupiert. Nein. Man munkelt... Eine weise Alte wisse, wie du dich der Schlangenplage in deinem Gemäuer entledigen kannst. Sie soll in Surabaya zu finden sein. Was? Schlangenplage? Was ist denn nur los bei uns? Okay. So, das wollte ich jetzt nur mal machen, weil ich das einfach jetzt auch gewohnt bin mittlerweile. Dann reden wir mal mit der. Die Alte meint, sie wisse nichts. Ja. Doch du solltest es bei ihrem Vetter in Semarang versuchen, der sich auf die Kunst des Schlangenbeschwörens versteht. Das war die neue Linie, die Vierer. Ich weise dir mal drauf zu, auch wenn der jetzt eh nicht rauskommt, weil da gerade ein anderer durch ist. In Semarang sollen wir mal schauen. Da lassen wir mal gucken. Der Schlangenbeschwörer tat kund, du hättest wohl bei deinen Projekten die mächtige Schlangengöttin erzürnt. Nein. Da könne nur die Schlangenpriesterin vom Mount Merapi Abhilfe schaffen. Oh. Na gut. Die Schlangenpriesterin. So, die fahren jetzt hier aneinander. Ah, oh, guckt euch das mal an, wie hübsch das einfach nur aussieht. Ja, mega. Manchen von euch gefällt ja dieser Rauch nicht. Ich muss sagen, das schaut nach meiner Ansicht nach schaut es sehr interessant aus. Also, muss ich sagen. Also, ich kann da jetzt... Es ist natürlich sehr viel Rauch, ne? Aber, also wollen wir wirklich jetzt eine Diskussion darüber führen, ob da Rauch rauskommt aus einer Dampflokomotive? Ich weiß nicht. Bin mir da unschlüssig. So. Gucken wir mal. Was hier? Nö, hier nicht. Scheinbar. Was gibt's hier? Die Priesterin hat gesprochen. Nur wenn du der großen Schlangengöttin ein Opfer darbringst, wird sie ihre Kinder zurückrufen. Na gut. Kaffee, so hat die Priesterin prophezeit, vermöge die Gottheit gewiss milde zu stimmen. Die will einfach nur Kaffee trinken.
und nichts dafür zahlen. So schaut's nämlich aus. Ich sehe das kommen. Die will einfach nur Kaffee trinken und will dafür keine Kröten blechen. Das ist Riesensauerei alles. Oh, das geht jetzt hier runter, oder was? Alter Schwede, schaut euch das mal an. Nee, da müssen wir auf jeden Fall hier... Ach du Schande, ist das teuer. Können wir das auch ganz runterbauen? Ja, aber nicht so. So vielleicht. Warte mal kurz, ich muss das nochmal schnell schauen, ob wir das anders runterbekommen. So, dann gehen wir jetzt hier runter. So, und dann kommen wir nämlich jetzt hier raus. Das ist noch nicht ganz perfekt. Nehmen wir so. So, und dann gehen wir hier jetzt rum. Ich sag euch, die will nur Kaffee trinken. Die hat gar keinen Bock auf irgendwelche Sachen von uns. Die will einfach nur Kaffee trinken hier. Haben jetzt einen schönen epischen Tunnel gebaut, finde ich. Na gut, aber die will halt Kaffee, ja. Also, was machen wir? Was soll man tun? Na, wenn die das möchte. Wir brauchen jetzt eigentlich hier nur liefern, ne? Alles andere ist ja unsinnig. Mehr brauchen wir ja gar nicht machen. Wir wollen hier wirklich hier nur liefern. Nein, das war eine zu viel. Kann ich die wieder löschen? Ja, tatsächlich. Weil ich habe ja die 5er schon gemacht. Die geht von hier eben nach da. Das reicht ja auch schon. Jetzt holen wir uns einfach dafür mal ein paar Fahrzeuge. Ritschenwägen oder so. Kaufen wir mal so 5 Stück, oder? Oder, gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie viel sollen wir liefern? Das ist jetzt eine Frage, eine Entscheidungsfrage irgendwie. Ja, die konsumieren auf jeden Fall extrem. Ja, gut, pass auf, dann machen wir doch einfach mal 10 Fahrzeuge, oder? Wenn die eh konsumieren, wir produzieren es ja. Also von daher wird das ja schon was bringen, hoffe ich. 5, ab dafür. So. Okay. Der Konsum ist real, meine Lieben. Die Gude braucht Kaffee. Und wir liefern Kaffee, zufälligerweise. Haben wir davon auch noch ein paar Schlückchen. Beschleunige ich mal, dass die mal rauskommen. Das sind jetzt so Pritschenwägen. So, wir sollen Personen transportieren. Fährt der Zug jetzt schon? Ja, der fährt schon. Hat er Leute dabei? Natürlich nicht. Da haben wir natürlich jetzt noch die folgende Problematik. Denn wir brauchen hier noch ein paar Sachen. So, hier raus. So, machen wir das mal folgendermaßen. Jetzt machen wir hier eine neue Linie auf. Und jetzt gehe ich mal von der Linie raus. Und zwar, wir sind jetzt hier raus, dann kommen wir hier vorbei. Dort. Hier wieder vorbei. Genau, das ist die neue Linie, die wir hier aufbauen. Das ist die Personenlinie. Kaufen wir hier mal... Ah, wunderschön. Auch mindestens 10. So, ab dafür. Und jetzt wollen wir natürlich die Leute hier auch nicht im Regen stehen lassen. Die müssen ja auch mal weg. Die haben nämlich noch was vor. Die Stadt hier ist ein bisschen kleiner. Das merkst du halt auch ganz gewaltig. So, machen wir das mal ein bisschen so. Neue Linie. Zack, zack. Erstmal so ein bisschen einfache Linien bauen. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Einfach damit man hier so ein kleines Feeling für hat. Haben wir hier überhaupt schon ein Fahrzeugdepot? Nee, ne? Sollten wir vielleicht mal eins bauen. So. Das ist jetzt ein bisschen stärker, diese Linie, aber die Stadt ist auch ein bisschen kleiner. Semmerang. Okay. Gut. So, jetzt sollten wir auch da ein paar Leute auch... So. Sollen wir auch ein paar Leute haben, oder? Müssen wir, glaube ich, ein bisschen beschleunigen alles. Wie schaut's hier aus? Jo, da fahren die Jungs und Mädels. Wie schaut's da aus? Ah, da kommen die Ersten. Wunderhübsch. Da kommen schon die Ersten rein. Wie schaut's mit unserem Opfer aus? Da knüren sie sich gerade hoch. Wie schauen eigentlich diese Straßenverkehrstunnel aus?
Alter, da müssen wir eigentlich mal mitfahren, oder? Mit einem von denen da hinten. Dann haben wir einfache Geschwindigkeit. Da sitzt man, ja. Und dann geht's rein in den Tunnel, der ist lichtdurchflutet, möchte ich fast sagen. Unterwegs nach Fliederweg. Sehr schön. Muss mal ganz kurz hier ein kleines Foto machen. Da hängt dann, das stockt es dann, aber es schaut halt einfach cool aus. Alter Schwede, und jetzt geht's halt echt hier knallhart den Berg hoch, ne? Ihr seht schon, wie der da vorne sich hochmüht. Mal gucken, wie schnell er ist. Aber wir haben hier halt auch nichts geladen, ne? Da ist noch keine Bohne drauf auf der Linie. Ja, aber wir bleiben... Oh, wir werden langsamer. 18. Ich hoffe, wir kommen da hoch, ja, oder? 15. 14. Ohohoho. Ja, voll beladen stelle ich mir das schwer vor. 10. Oh, mit 10 km/h geht's hier hoch. Ja, wenn der voll beladen ist, dann stelle ich mir das schon extrem übel vor. Schaut's nach hinten aus. Ja, merkst du schon, dass wir nach oben kommen. Jetzt wird wir schneller. Ja. Oh, da haben wir einen Baufehler gemacht. Hier geht's wieder hoch. Ja, okay. Hier geht's jetzt wieder runter. Weil jetzt geht es um die Kurve runter. So, zumindest schaut es so aus. Könnte auch sein, dass ich mich da total vertue. Aber es schaut aus, als würde es abwärts gehen. Jetzt geht es wieder aufwärts. Und da oben ist da schon der Ausgang aus der Linie. Geh mal kurz raus. So, wir sind hier unterirdisch gerade. Und dann kommen wir hier oben an. Jetzt gucke ich mal gerade, ob wir jetzt hier die ersten Böhnchen liefern. Tatsächlich. Ich bin der Meinung, dass unsere Züge hier ein bisschen schwach auf der Brust sind. Dass da mehr Kaffee ran muss. Aber die haben noch im Lager, ne? Also es ist gar nicht mal so einfach. So, Passagiere. Stehen hier 3 tatsächlich. Wie machst du? Oh, du machst Minus ohne Ende. Okay. Okay. Na gut. Da müssen wir mal schnell schauen. 14 auf der Linie. Und hier steht auch schon mal einer. Alles klar, also es läuft jetzt so langsam, aber sicher an. Okay. Ja, es läuft, glaube ich. Okay. Bis jetzt sehe ich da erstmal noch ziemliche Entspannung am Zwergengemüt. Es schaut halt auch so nice aus, einfach nur. Was? Es schaut natürlich interessant aus. Ja, ihr merkt schon, ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer, ne? Schönes Foto. Mal ein Foto fürs Familienalbum, ihr wisst das. Auch hier der Blick rauswärts auf den Strand. Ne? Also. Könnte ich ewig zuschauen. Könnte ich ewig zuschauen. Oh, jetzt geht's ja rund. Oh, wow. Oh, oh. 21 Leute da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt gleich richtig rund geht. 21 auch hier mit am Mitfahren. Alter Schwede, okay. Welch ein Segen. Ah. Dein schmuckes Domizil ist neuerdings erquicklich schlangenfrei. Ja, hat doch geklappt mit dem Kaffee. Vielleicht mögen aber auch Schlangen einfach nur keinen Kaffee. Kann das sein? Unser Domizil. Müssen wir vielleicht auch mal ein Foto machen von unserem neuen Behausungsgerät. Finde ich, kann man auch mal fotografieren. Das schaut auch schön aus. Ja, ja, ja. Haben wir noch eine Aufgabe eigentlich? Mal gucken. Ein Segen. Okay, das mit den Personen werden wir mit Sicherheit gleich schaffen.
Mal gucken. 21. Zu. 25, jawohl. 26 sogar. Passt. Diese Fahrzeuge sind natürlich 1870 der Renner. Die waren im Vorgänger. Tatsächlich waren diese, diese Fahrzeuge auch richtig, richtig gut von der Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vorgänger waren die überragend in der Epoche. Die gehen jetzt hier auch wieder ganz gut. Also man merkt, auch da hat man im Preis-Leistungs-Verhältnis so ungefähr gleich gehalten. So, wir haben, der Verkehr ist jetzt dafür allerdings lauter. Wir sehen es nun leider nicht. Das heißt, diese Städtchen hier schwankt hier so ein bisschen. Assets. Terrain Tools. Asset. Ach was. Okay. Mittelalter Schwede. Okay, also auch interessant mit den Assets. Du kannst auch die Felsen widerlegen. Bäume, ist klar. Im Inselinneren. Nein. Der mächtige Vulkan Merapi droht auszubrechen. Welcher? Dieses Phänomen wurde bei der Streckenplanung nicht kalkuliert. Das ist bestimmt da. Die Eingeborenen behaupten, man habe wohl irgendeinen ihrer Götter erzürnt. Was? Wie dem auch sei. Wenn die wertvollen Kaffeefrüchte auch künftig mit der Bahn befördert werden sollen, muss unabdingbar etwas unternommen werden. Man muss hier rüberlegen, es oder? Es erscheint lohnend, die Infrastruktur zu entfernen. Soll sie nicht unter Asche und Lava begraben werden. Okay, dann machen wir jetzt hier bei dem Zug mal ein ganz kurzes Päuschen rein. Und dann leiten wir den hier einfach außen rum. Okay, dann lassen wir den Zug mal weiterfahren. Der muss da nämlich raus. Schicke Züge ins Depot. Brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Wir lassen den jetzt mal bis dahin fahren, wo er eh noch fahren kann. Und machen jetzt Pause. Und jetzt gehen wir ins Bautool rein. So. Damit die Kaffeeproduktion für dahin ihren Fortgang nehmen möge, sollte die Trasse in ein Gebiet verlegt werden, von dem anzunehmen ist, dass die zu erwartenden Eruptionen es verschonen. Das machen wir jetzt hier so einfach her. Gucken wir mal schnell. Da ist gut eigentlich. Dann legen wir jetzt die Gleise einmal außen rum. Also einmal hier erstmal raus. Und dann hier einfach außen rum. Züge schaffen eh noch nicht die Geschwindigkeiten. So. Die Gefahr ist gebannt. Der Transport kann wieder aufgenommen werden. Noch nicht. Der Vulkan macht überdies Anstalten, sich wieder zu beruhigen. Ach, danke. Vielleicht war die Verlegung der Wegstrecke dennoch weise. Ja, natürlich, weil jetzt kann ich nämlich mehrfach ausbauen. Und dann lege ich einfach noch mehr Fahrzeuge hier drauf. Weil dann kann ich mehrere Blöcke bilden. Und dann kann ich nämlich hier diese Kampagne auch ein bisschen weiter ausdehnen. Schauen wir mal. Und dann kann ich nämlich sagen, hier kommt noch ein Block rein. Das fruchtbare Eiland hat weit mehr zu bieten als Kaffee. Die Witwe eines befreundeten Pflanzers, möge der arme Tropf in Frieden ruhen, baut neuerdings Zuckerrohr an. Was? Mach die Dame glücklich, indem du ihr deine Dienste angedeihen lässt. So, die Linie gibt's noch. Das ist gut. Dann lassen wir die mal weiterlaufen. Zustimmen? Der Zucker muss zur Stadt befördert werden, von wo aus er verschifft und sodann an kontinentaleuropäischen Kaffeekränzchen kredenzt wird. Kredenzen?
Okay, liefere Zucker von der Zuckerplantage nach Surabaya. Okay, also von hier aus sollen wir quasi den Zucker einsacken. Das machen wir natürlich auch wieder mit der Bahn, ist ja klar. Und dann fahren wir hier mit der Bahn raus. Können wir hier irgendwo anschließen, ohne dass es wehtut? So. Ja, genau so. Und dann mache ich jetzt hier mit Gleisen. Gehe ich quasi an diese Strecke einmal ran. Dann gehen wir hier einfach mit dem ganzen Gerät hier einmal mit. Dann fahren die halt nebeneinander. Vor allem, da komme ich nämlich auch wunderhübsch hier drauf. Ne? Und dann liefern wir das Zeug halt hier rein. Aber hier ist ja auch eh schon was. Oh ne, das ist ein bisschen doof. Machen wir das mal anders. Ne, so ein bisschen war schon gar nicht schlecht. So vielleicht. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Ja, 70, 80 ist doch super. So, dann gucke ich mal gerade. Können wir hier mit was anfangen? Ja, Doppelkreuzungsweise ja auf jeden bitte. Und dann machen wir jetzt so Folgendes. Also wir kommen jetzt von hier aus das Zeug. So. Pass, Obacht. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz diese Linie hier an. Die 1. Den hier klonen wir einmal. Der kommt jetzt raus. Und dann baue ich jetzt für die neue Linie, für die Zuckerlinie, bauen wir jetzt einfach nochmal eine neue. Und das ist jetzt von hier. Geht das jetzt hier runter. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Zeug anfangen. Aber ich baue jetzt erstmal einen Zug da drauf. Aber meine Lieben, das in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, bis dahin haut rein. Gehabt euch wohl. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.